wenn ich mir das Essen kaufen kann und wenn ich reisen kann und coole Leute treffen, ist mir einfach wichtiger wie ein großes Vermögen. Und damals hatte ich eine gute Möglichkeit, eine Freundin von mir, die hat teilweise nebenbei ein bisschen als Model gearbeitet und meinte zu mir, ich soll es einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich mich beworben bei mehreren Agenturen. Eine hat mich dann genommen, eine kleine in Nürnberg, das ist nicht weit von meiner Heimatstadt weg. Ja, und so hat eigentlich alles angefangen dann. Ich habe nebenbei ein bisschen gearbeitet, habe für kleinere Fotoshoots neben einem normalen Job. Irgendwann wird es immer mehr und dann muss ich mich einfach entscheiden, ob ich es jetzt hauptberuflich machen will oder ob ich es sein lassen noch. Deswegen, ich habe mich anders entschieden und habe alles hingeschmissen, habe es gekündigt und ja, jetzt lebe ich eigentlich meinen Traum. Das ist eine kleine Stadt in Bayern. Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen. Ich habe eine Zwillingsschwester, eine kleinere und eine größere Schwester. Ich habe Industriemechanik gelernt. Nach 10 Jahren Realschule habe ich eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich 3 Jahre im Außendienst gearbeitet, auf Montage, war überall in Kraftwerken in ganz Europa unterwegs. War ein guter Job, ich habe gutes Geld verdient, aber irgendwann war dann der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, ich war einmal im Urlaub, da war ich auf Jamaika, da war ich im Pool gelegen, habe gedacht, gut, ich kann mir diesen Urlaub leisten, aber im Endeffekt habe ich nichts vom Leben, weil ich viel gearbeitet habe. Wir haben teilweise 7 Tage die Woche, jeweils 10 Stunden. Es geht über eine Dauer, aber irgendwann ist dann eben der Punkt, da muss man abwägen, will ich nur Geld verdienen oder will ich auch leben. Im Endeffekt habe ich dann mir eine andere Agentur in Hamburg gesucht. Die haben mich dann gut gepusht und war oft in Hamburg unterwegs, habe da viel gearbeitet. Wenn man seine Heimat vergisst, wo man herkommt und allgemein so abhebt, dann geht man da relativ schnell unter. Und ich glaube, gerade in dem Business, wo ich arbeite, ist auch wichtig, dass man eigentlich Persönlichkeit zeigt und den Leuten auch was rüberbringt. Also Sport habe ich schon immer gemacht, aber ich würde sagen, seit ich das Model hauptberuflich mache, ist einfach ein Bestandteil für mein Leben, dass ich einfach fit bist und dass man gut aussieht. Ich habe dann damals einen Crossfit-Trainerschein gemacht. Crossfit, ich weiß nicht, ob es ein Begriff für jeden ist, ich überreiße es mal kurz. Das ist ein Sport aus Amerika. Man macht viel mit eigenem Körpergewicht und freien Handeln, also Langhandeln und Kettlebells und so weiter. Neben dem habe ich dann mich auch noch unheimlich für Ernährung und so weiter interessiert. Habe viele Bücher gekauft, viel gelesen und dann irgendwann bin ich zum Entschluss gekommen, soll ich das alles nicht weitergeben. Wenn man ein bisschen frei ist im Kopf und einfach alles auf sich zukommen lässt und nicht aufgibt und immer positiv denkt, dann glaube ich einfach, dass es dann das Leben von alleine läuft. Und irgendwo ist jeder da und hat eine Aufgabe und die muss er irgendwo finden.